Ja, hallo, liebe Update-Freunde, ich bin's, der Tenchi, und wir schauen uns heute ein kleines bisschen das Update an. Ich wurde schon öfters in den Kommentaren gefragt, wie findest du das Update, und ich muss dazu sagen, ich habe mit Angelo zusammen ja immer voraufgenommen, ja, und zwar bis Montag hatten wir jetzt eine Folge, deswegen jetzt am Dienstag kommt jetzt endlich die Update-Folge raus und ja, der Angelo ist auch dabei. Hallo Angelo. Hallo. Und damit, lustigerweise, denn wenn ein neues Update rauskommt, dann gucken natürlich alte Spieler nochmal nach, wie ist denn das Update so geworden, deswegen haben wir noch den Grimmi dabei. Hallo. Grimmi hat ein bisschen gespielt gehabt damals, aber das ist schon lange her, ich glaube, das war sogar vor, vor dem Battle Arena Update. Ja, weit davor. Also es ist recht lange her. Ja, und bevor wir hier irgendwie was spielen, wir werden auch heute mal nicht Rangliste spielen, wir spielen heute noch ein bisschen was anderes, aber erstmal möchte ich euch gerne ein bisschen die Kernsachen sagen, was sich verbessert hat. Es gibt viele kleine Änderungen, sagen wir es mal so, Bugfixes, irgendwelche Balancing-Sachen, aber die könnt ihr euch natürlich in den Patchnotes anschauen, aber wir gucken uns einfach mal ganz kurz das Grobe an. Das Erste, was man schon mal sieht, ja, ist, dieser Bot sieht irgendwie anders aus. Nicht nur von der Farbe her, sondern generell auch diese Grafik sieht anders aus. Also, denn das Spiel wurde von der Unity 4 Engine auf die Unity 5 Engine geupdatet, was zu einem Performance Boost, führen sollte, ja. Ob das nun der Fall ist, weiß ich nicht genau. Also, man war ja damals immer auf 60 FPS beschränkt. Mittlerweile ist die Beschränkung irgendwo bei 240 eigentlich. Lustigerweise habe ich aber mehr als 240 FPS, was interessant ist. In der Garage. Die Garage ist ziemlich cool, denn die Garage wurde auch wieder abgeändert. Es gibt jetzt wieder die Fenster, Leute. Endlich nicht so eine triste Welt, sondern wir haben hier tatsächlich wieder ein Fenster und alles. Und ich spiele übrigens mit dem Setting Moment auf Normal, weil alles andere ist mir dann, habe ich Störgeräusche im HDMI-Kabel und bla bla bla, aber das ist eher mein PC bedingt. Und ja, was man schon sieht ist, ich habe so eine lustige Waffe in der Hand, ja, das ist die neue Bauwaffe. Das Geile an der Waffe ist, wenn ich jetzt hier einen Cube in der Hand habe, man sieht sofort, wie viele Cubes man übrig hat. Ich habe 3623 Cubes übrig. Hä, wieso habe ich so viele Tier 10er Cubes, werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen. Das liegt daran, dass es keine 10er Cubes mehr gibt, Leute. Guckt euch das an, das sind alle Chassis-Cubes, die es gibt, Alter. Das war mal richtig fette Liste und hier denkt man sich jetzt, was, nur Tier 1-Cubes? Nein, das sind Cubes auf der Basis der alten Carbon-6-Blöcke. Also ich habe ja hier, bei meinem habe ich ja schon ein paar Carbon-Blöcke ausgetauscht gehabt, wie ihr wisst, die war ja arschteuer. Und jetzt wurden quasi alle Blöcke komplett ausgetauscht mit den Carbon-Cubes. Also auch Tier 1, auch wenn die Anfängerblöcke Fahrzeuge durch die Gegend fahren, auch dann fahren alle mit diesen Cubes hier durch die Gegend, die immerhin 1119 Health haben. Ja, und noch eine Änderung, die Glasblöcke, die gibt es jetzt als kosmetische Blöcke, die muss man also mit mit Echtgeld kaufen. Zum Glück hatte ich ja mal einen Megabot aus Glas, deswegen habe ich einen Haufen Glasblöcke übrig. Juhu! Die haben übrigens genau den gleichen Wert wie diese Blöcke. Das heißt, man kann tatsächlich einen Glaswagen bauen und der genauso stark ist wie die hier auch. Okay, das dazu. Man kann jetzt auch hier ganz normal drehen und so. Dann sieht man das da unten, wie es gedreht ist, was ein bisschen sinnlos ist. Weil man baut dann trotzdem einfach so wie immer. Ja, die Waffe ist ganz schön und ihr seht da unten aber noch eine Änderung, ja. Ihr seht das hier auch, es sind bloß weiße Cubes, grau-weiße Cubes, hä? Alles voll kacke, wie man sieht hier, mein orangener Streifen ist weg, hier ist auch bloß noch schwarz und weiß. Das liegt daran, Leute, dass ich das so will. Passt auf, wenn wir nämlich auf 2 drücken, dann kommt die Farbgun, Leute, die Farbgun, man kann jetzt nämlich Farben machen, zum Beispiel so. Also man kann hier aus dieser Farbpalette ein bisschen was auswählen, da sind ein paar Sachen drin. Ich mach mal wieder, oh ne, nicht schwarz. Man kann aber auch mit Rechtsklick machen, dann kann man die Farbe aufnehmen. Ich mach mal wieder weiß rein und dann gibt's dann hier, wenn ich dann hier zum Beispiel draufballer, dann sieht man, dass sich dann halt die Farben ändern, wenn man nicht gerade eine Farbschwäche hat, so wie ich. Und das ist ziemlich cool. Man kann allerdings auch mit der rechten Maustaste arbeiten. Ich muss mal kurz hier was machen, weil das sah ziemlich eklig aus. So. So, das heißt, wir gehen jetzt mal in einen anderen Bot. Und das ist der Bot, den wir heute spielen werden. Denn der Krimi hat ein Ranking von 1300, fast 400. So, deswegen musste ich einen neuen Bot bauen. Das ist der hier.
Blum, da ist er. Und er ist natürlich komplett aus Glas, weil ich weil ich das mal probieren wollte mit dem Glas bauen. Wie man sieht, funktioniert wunderbar. Ich hab die Blöcke auch, ich habe die schwarz eingefärbt. So sehen die normalerweise aus. Oder sehen die grau aus? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich alles schwarz eingefärbt. Komplett. Fast komplett. Die hier sind nicht so. Aber passt auf, wenn wir jetzt nämlich hier mal kurz so drauf rummalen und so. Hier. Und jetzt nehme ich hier schwarz und mache rechte Maustaste, dann füllt sich der ganze Bot mit schwarz. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich nämlich eigentlich die Ketten grau haben möchte. Was aber auch bedeutet, ich kann euch mal kurz zeigen, auch die Spiegelungsfunktion funktioniert mit der Farben, mit der Bemalung. Das heißt, hier drüben ist jetzt auch schon direkt grau. So, das waren jetzt eigentlich so die gröbsten Sachen für, was den Bau angeht. Nein. Alter, das Wichtigste vergessen. Wie man sieht, sieht man hier keinen Sitz. Man braucht keinen Sitz mehr, Leute. Es geht jetzt bloß noch darum, wenn der Bot nur noch unter 25% seiner Cubes, seiner Masse quasi besitzt, dann zerstört er sich automatisch. Dann ist man tot. Das heißt, man braucht keinen Sitz mehr, man muss nichts mehr connecten. Man kann dann mit dem Triforcen ist es ein bisschen schwieriger, weil man das nicht mehr an den Sitz verbinden kann und so. Aber es gibt, glaube ich, auch andere coole Möglichkeiten jetzt zu bauen. Es sind jetzt viel mehr Artbots unterwegs und alles. Und ja, das schauen wir uns gleich mal an. Wir sind jetzt mal kurz im Shop reingegangen. Alter, hier hat sich ja echt was. Alter, hier hat sich richtig was getan, Angelo. Ich weiß. Boah, also ich sag ja, also Artbots sind jetzt um einiges besser. Weil man einfach auch, obwohl das Ding hätte aber auch so funktionieren können, ohne, also auch mit Sitz hätte das funktionieren können. Gut, es sind noch neue Cubes dazugekommen, die habe ich noch nicht gezeigt. Sind die runden? Nicht nur die diese hier. Diese String-Tanga-mäßigen. Genau, sondern jetzt auch das hier, eine Edge-Slop, das ist halt das Ding nur andersrum. Und diese kleine Ecke, damit man hier irgendwie, ich weiß noch nicht, hier, guckt mal, dass man die irgendwie verbinden kann oder so, keine Ahnung. Hier gibt es auch noch eine Cone und eine Pyramide, okay. Sehr interessant. Habe ich einen noch nie probiert, noch nie gekauft und so. Und übrigens, guckt euch die Preise an. Die Cubes kosten nichts mehr. 10 RP, das ist eigentlich gar nichts, ja. Wenn man ja, bedenkt, dass damals. Schon. Was? Für Anfänger ja, schon. Ja, für Anfänger, aber RP 10, da machst du Singleplayer und dann hast du schon deine 1000 Euro, was. Da kannst du schon laufen Cubes kaufen. Allerdings wurden auch die Waffen erhöht von den Preisen her. Wir schauen uns einfach mal eine Tier 10er an, die es nicht mehr gibt. Es gibt keine Tierwaffen mehr. Und es gibt auch weniger Waffen, also wenn man das hier anschaut, das wäre jetzt Tier 1 gewesen, das wäre Tier 3, Tier 5, also wir überspringen mal eine, die haben wir mal eins übersprungen. 1, 3, 5, 7, 9, bin ich blöd? Ja, wir überspringen auf jeden Fall immer 1, deswegen gibt es jetzt nur 5. Oder fängt die schon mit 2 an? 2, 4, 6, 8, 10, ja so wird es sein, das waren das ja die 2er. Und weil die keine Tiers mehr haben, generell keine mehr, haben sie jetzt gesagt, komm, wir geben da coole Namen. Die Wasp und die Hornet und die Blaster. Der Blaster. Und wenn man sich hier den Tier 10er mal anschaut, ja, die Tier 10er kostet jetzt 1 Million RP. 1 Million, Leute, die hat vorher 100.000 gekostet, jetzt kostet die ca. 1 Million. So, und die TXer, ja, die hat damals 1 Million gekostet, die kostet jetzt 10 Millionen. Also das haben sie, da haben sie auf jeden Fall ordentlich mal auf den Preis gedrückt. Bei den anderen kann ich das nicht sagen. Obwohl, doch, hier bei den TXer kann ich sagen. Ja, die haben sie auch mal verdoppelt ungefähr. Vom Preis her. Ja, also sie haben vieles ja, abgeändert. Was aber auch gut ist, Leute. Was gut ist denn, wenn man sich mal den Tech-Tree anschaut. Der hat sich jetzt auch um einiges geändert. Und zwar einfach nur so. Weil, ihr müsst es mal vorstellen, die hatten für jeden Tier, die hatten 10 Tiers an Blöcke. Und für jeden Block hatten die dann, oder müssten sie theoretisch, hier diese Reihe machen. Das sind 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Stück. Die müssten also 12 mal 10 Blöcke machen. Das sind 120 Blöcke. Nur damit man ungefähr anfangen kann, ordentlich zu bauen mit jedem Tierbereich. So ist, finde ich, es viel cooler irgendwie. Jeder hat irgendwie die gleichen Blöcke und alles. Wobei ich noch nicht genau weiß, wie das dann alles funktioniert. So, Anjo, was habe ich gemacht? Ich habe die Farbe gemacht, keinen Sitz mehr drin. Die Blöcke haben sich alle komplett abgeändert. Und ich wollte im Shop noch schnell was gucken. Das habe ich selbst noch nicht genau angeschaut, aber es hieß irgendwie, man kann die nicht mehr. Doch, man kann die doch kaufen mit normalem Geld. Theoretisch hat man jetzt auch in jedem Tierbereich, also wenn man sowas überhaupt nennen kann, Tierbereich, ist ja bloß Robot Ranking.
Da hat man jetzt auch, die ganzen Fortbewegungsmittel, also Ketten, Beine, Fluggelumpe, alles drum und dran hat man ab dem ersten im Prinzip. Alter. Wenn man sich's leisten kann. Alter, man kann jetzt auch Megabots kaufen, Angelo. Das hier ist eine Basis, eine Base Megabot. Da hat jemand eine Basis quasi gemacht, eine idealer Base für Hover or Mech. Da kannst du dann Hover drunter reinklatschen oder so. Und dann, das wurde 232 Mark gekauft, denn Leute, was sie nämlich krass geändert haben ist, man kauft das Gerät, was total billig ist, wieso ist das bis 1,2 Millionen? Ist voll billig. Und man kann es dann aber auch bebauen. Also man mietet es nicht nur und dann muss man das so spielen, sondern man kann es auch noch abändern, das Ding. Allerdings gehe ich davon aus, wenn man das dann halt, nee, man kauft es einfach nur. Warum ist das so billig? Man kann die doch nicht mehr ausleihen, oder? Nee, man kann die kaufen, steht da. Bei für 1,2 Millionen anscheinend ein Megabot mit einem Haufen Cubes drin. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man muss die Cubes selbst besitzen oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwas haben die abgeändert. Ich habe das nicht so mitbekommen, weil dieses ganze Ding hat mich ja noch nicht so richtig interessiert. Aber es gibt einen Haufen Mega-Sachen und es ist echt viele krasse Sachen, die man jetzt hier zu Gesicht bekommt, denn man kann jetzt viel kreativer arbeiten, aber ob das jetzt Combat-mäßig besser ist, diese ganze Sache ohne Sitz und sowas, das ist dann irgendwie eine andere Geschichte. Und die erzählen wir an einem anderen Mal. Ja, ich würde nur mal kurz gucken, ja, es gibt jetzt, alles ist freigeschaltet, jeder Modus ist freigeschaltet, außer der, hier, das ist jetzt der Ranglisten-Modus. Es gibt aber die Battle Arena jetzt auch ohne Ranking, ja, ohne dass man Ranked machen muss. Und da kann man jetzt, man kann auch zu Pit reingehen, auch wenn man einen kleinen Bot hat, kann man auch reingehen. Und ich glaube, das waren so die größten Sachen, die man erwähnen sollte. Vielleicht Performance und so, das werden wir auch gleich im Spiel sehen. Und Maps wurden angepasst. Die Physik ist durch Unity 5 ziemlich krass anders geworden, weil die auch gleich sehen. Und ja, jetzt habe ich, hab ich 12 Minuten gequatscht, da können wir jetzt noch ein schönes. Machen wir Battle Arena Match oder machen wir Team Deathmatch? Könnten wir machen. Ja, was denn nun? Ich frage das oder das. Könnten wir machen. Battle Arena. Okay, dann machen wir eine Battle Arena, sehen wir uns gleich in der Schlacht wieder. Yay. Okay, da sind wir. Ich habe noch was vergessen, Leute, es gibt bis Silvester, ja, sind noch ein paar Tage, jeden Tag Premium. Hä, wieso haben da welche kein Premium? Man bekommt eigentlich dieses Jahr. Ich hab den falschen genommen. Oh. Oh Gott. Wie der falsche? Was ist das denn für einer? Das hat nix, keine Waffen. Das ist unfassbar. Nein! Oh Mann. Nee, aber was ich noch sagen wollte, man lockt sich ein und sollte eigentlich Premium bekommen. Wieso gibt's da welche, die kein Premium haben, Angelo? Wie geht das denn? Ja, ich sehe es, oh Gott. Okay, wir gucken. Alter, ich bin jetzt erst reingekommen. Wir sind schon drin. Oh, da ist der Krimi. Oh, ist der süß. Hier, jetzt kannst du mal gucken, so wie das aussieht, wenn man alle Farben benutzt. Oh, Angelo ist ein Brony geworden. Ja, Leute, ich glaube, wir werden. Ich weiß nicht, ich glaube, wir machen und brechen. Wir machen jetzt so einen Schnitt, und weil es ist irgendwie sinnlos, wenn jetzt der Krimi da nicht kämpfen kann. Da werden wir jetzt, Leute, wir machen jetzt hier gleich einen Cut rein. Wir kämpfen das Match zu Ende und dann sehen wir uns in der nächsten Schlacht mit Krimis richtigen Fahrzeug wieder. Der Krimi, der kriegt es nicht mehr ein. Ja, der Krimi hat doch richtigen, der Krimi. Den Fistbot. Der F-Bot. Ich habe Robo 11. Kacke, ich habe keinen Namen. Anstatt Graf Snekula, okay. Snekula, Entschuldigung. Immer die Gegner haben einen Haufen Plasma-Heinis, Anstatt, die holen wir vom Himmel. So, Leute, ich habe ja extra meine FPS-Zahl eingeblendet. Wir wollen ja die Performance noch testen, aber es sind schon wieder welche, die kein Premium haben. Hä? Weil die Kekse, die normalerweise so ausgelegt werden bei den Amerikanern, die sind eigentlich gar nicht für den Weihnachtsmann, die sind für Graf Snekula. Anstatt, wie kann das sein, Anstatt, dass die kein Premium haben? Weil es hieß, dass man jeden Tag automatisch, wenn man sich einloggt, einen Tag Premium bekommt. Ja, klappt doch. So, damit das automatisch. Nee, das sind welche, die keine haben. Ja. Das kann nicht sein, Anjo. Jeder kriegt automatisch einen Premium-Tag, wenn er sich einloggt. Bis zum Silvester. Da fragt man sich, was die so gemacht haben. Und letztens der Bobo erst dazu gesagt, hat er letztens erst gesagt, jetzt kriegen es wenigstens alle hin, weil es gibt ja mal welche, die das nicht hingekriegt haben. Ja, anscheinend schaffen es hier auch noch Leute. Hier steht Teleporting Players. Bei mir dauert bei mir jetzt auch ewig Ladezeit. Ah, vielleicht brauchen wir einige.
Das ist auch ein schweres Alter, Spiel. Was ist denn hier los? Wieso lädt denn das so lange? Teleporting Players. Ist auch ein schweres Spiel. Ist ein schweres Spiel, was lang dauert. Hä, hey, aber ich verstehe überhaupt nicht, warum das jetzt so lange mit dem Laden ist. Weil einige Leute vielleicht nicht reinkommen. Ist er bei mir abgeschmiert oder was? Na, dann steht man trotzdem drin. Ich bin noch nicht fertig geladen. Ich bin nicht fertig geladen. Da steht Teleporting Players, aber da ist so ein Stück frei noch. Ist bei mir auch. Ach so, du meinst, dass wenn der voll ist, der Balken, dann sind alle geladen, meinst du vielleicht? Ja, genau. Ja, nicht, dass hier irgendwelche rausfliegen beim Laden und deswegen haben wir jetzt hier so einen Bug und dann dauert das jetzt vielleicht ewig. Ja, gucken wir uns das an. Das ist ja auch was neu ist. Ja, scheint ja irgendwie ein neuer Bug zu sein oder so. Wir schauen, wir machen uns schon mal eine Taktik. Wir haben 4 Plasmas, 2 davon fliegen beim Gegner. Und es gibt noch ein SMG-Flughaini, also 3 Flughainis haben die Gegner. Ja, die kriegen wir gut runtergeballert. Das ist ja interessant, gerade so in dem Low-Level-Bereich, obwohl die Cubes alle die gleiche HP haben, ja, fallen die Cubes irgendwie im Low-Level-Bereich schneller ab als im High-Level-Bereich. Weil ich glaube ja irgendwie, dass die dann jetzt gucken, aha, das ist so und so ein Ranking, ja. Dann, dass die Waffen dann nochmal gepusht werden oder die Cubes runtergesetzt werden, je nachdem, was für ein Ranking-Bereich man ist oder so. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, wie die kleinen Waffen so viel Schaden machen können an Cubes, die genau den gleichen Wert haben wie die 10er Cubes. Irgendwie ja. Wird das nix. Hier wird irgendwie nichts, wird nicht hier. Mach immer hinne, du. Okay, Leute, ich mache hier noch einen Cut rein. El Cato. Okay, Leute, passt auf. Wir mussten jetzt neu laden. Das ist wieder ein komplett anderes Spiel, weil irgendwie hat es aufgegangen und es wollte einfach nicht weitergehen. So, was uns aufgefallen ist, Leute, da ganz oben steht Battleklasse 2-4. Vorhin waren wir bei Battleclass 0-4. Was könnte das heißen, Angelo? Das sind Klassen, also Kampfklassen. Steht da. Ja, aber 2-4 heißt das, von Klasse 2 bis 4 ist alles vertreten. Dann wäre aber vorhin ein von 0 bis 4 alles vertreten gewesen. Na, weil ein Speer drin war. Ja, ist ja 0. Ja, und was ist dann 2 bis 4? Na, 2, also Klasse 2. Ja, was ist Stärke das dann? Stärke, Klasse 2. Achso, Stärke, okay. 4. Wir können aber direkt anfangen. Ich fahre direkt hinter, da oben auf das Ding. Ich glaube, das wird eher von Waffen dann rausgerechnet irgendwie. So. Nicht wundern übrigens, Andrew hat irgendwie wieder ein anderes Mikro. Deswegen hört er sich so ein bisschen Blecho an. Was? Wollte ich nur gesagt haben. Leute, was ich nämlich noch richtig krass vergessen habe zu erwähnen, ist die Tatsache, es gibt jetzt Auto-Heal. Da ist schon ein Gegner, aber... Es gibt Auto-Heal, Leute. Wenn man sich 10 Sekunden lang nicht beschossen wird und auch nicht rumschießt, dann wird man automatisch geheilt. Dann setzen die Heilkräfte ein, sozusagen. Die eigenen Heilkräfte. Was eine sehr interessante Sache ist, weil man ja schon irgendwie... Ich als Medic Spieler fühle mich da ein bisschen verarscht. Aber vorne an der Front zu machen ist ja immer noch wichtig. An der Front quasi zu heilen. Aber die Kristalle gehen auch viel schneller kaputt, ne? Das haben die, glaube ich, auch abgeändert. Nee, die Asten gehen immer schnell kaputt. Nee, ich fand die immer recht lang. Oh, da ist ein Gegner. Hier ist ein Gegner, der wollte uns einfach klauen. Der wollte uns klauen, boah. Und geile neue Explosions. Da ist noch ein Gegner. Doch nicht, das war ein Eigner. Das war ein Eigner. Du bist schießgeil. Ich hab das Rote nicht gesehen. Hör auf, mich zu heilen. Ich will meine Dings sehen, meine Auto-Heal. Pass auf, unten links geht ein Counter runter. 2, 1, 0. Jetzt ist Auto-Heal. Und ich bin wieder voll. Nein, die greifen uns schon an. Scheiße. Zurückfahren geht jetzt eh nicht mehr. Wo ist eigentlich Krimi? Da hinten ist Krimi. Der Krimi ist halt noch nicht so der Ablutscher. Ne? Der baut eher noch blockig. Aber den kriegen wir auch noch dazu, dass der dann irgendwann mal ablutscht. Hey, sag mal, haben die überhaupt die haben noch gar keinen Turm. Kann das sein? Lol. Das Fiese ist natürlich, die Auto-Heal ist natürlich gut für diese Flughainis. Die stürzen irgendwo ab, sind dann irgendwo in den Anden. Und ja. Alter, was wird das für ein geiler für eine geile Schlacht? Aber hier macht man echt keinen Schaden. Das ist voll krass. Ich schieß lieber mit drauf, Angelo. Ich mach den Typen hier tot. Stirb! Boom, hat's gemacht. Weil da kriegt man richtig viel XP. Gerade so die ersten Kills sind echt geil. Alter, ich glaube, wir machen die jetzt richtig fertig hier. die greifen uns ja auch an, ne? Naja, wir müssen einfach nur schneller sein. Ja, wenn man mal Schaden machen würde, dann kommt ja kaum was durch hier. Ich mach eine Schneise rein. Ja, wir machen alle eine Schneise, aber das läuft noch nicht so gut. Aber alle, die eine Schneise machen, die wissen, oder die haben halt irgendwie, das sind dann Smurf-Accounts oder so. Oh shit, ich werde bombardiert. Aber egal.
Ich bin nicht der Einzige, der eine Schneise macht. Ich fahre jetzt mal kurz weg. Vielleicht kann ich mich ein bisschen verstecken, damit ich nicht getroffen worden werde. Nein! Da kam ein SMG von oben, hä? Von wo kam der das jetzt her? Ach, hä, der stand vor mir? Was? Alter, wie viel Damage gemacht haben. Ich werde gleich verteidigen. Ich spawne gleich wieder. Dann verteidige ich unser eigenes Ding. Hä, das ist ja gar nichts. Aber der labert, dass Protonium-Reaktor under attack ist. Schon wieder diese komische Platte. Die hatte ich vorhin in dem Schlacht schon, die wir übersprungen haben. Hä, wer greift denn da angeblich an? Da sind noch zwei Leute von uns. Ich dachte, die verteidigen mal ein bisschen. Naja, okay. Was für eine kurze Schlacht. Dafür haben wir jetzt Ewigkeiten gebraucht, weil wir jetzt erst die eine Schlacht machen mussten. Wir mussten erst die eine Schlacht machen. Alter, geil. Aber Leute, wir haben euch mal die Heilkräfte gezeigt und so weiter. War ziemlich cool. wir werden jetzt noch eine Schlacht machen mit dem Krimi. Da machen wir aber in der nächsten Folge. Weißt du, da machen wir mal mit Krimi nochmal eine richtige Schlacht, die überhaupt nicht länger geht und so. Und dann sehen wir uns, glaube ich, einfach in der nächsten Folge wieder. Weil die Folge geht jetzt schon 21 Minuten, das ist okay. Und wir haben auch, glaube ich, alles gezeigt, auch die Selbstheilkräfte. Und die Performance war eigentlich ganz gut mit 80 FPS so ungefähr. Aber ich glaube, im höheren Bereich mit mehr Cubes geht die wieder ein bisschen weiter runter, die Performance. Aber die Performance bei dem Spiel war ja schon immer nicht so prickelnd, aber sie ist verbessert worden. Yeah, 26.000 RP bekommen, Leute. 26.000. Ja, na gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi. Und ich war der Angelo. Und ich war der Krimi. Krimi hat so eine automatische Lautstärkeanpassung, deswegen ist es am Anfang immer ein bisschen lauter. Na gut, hier von Sidoops Kanal, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüssi. 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 Tschüss.